Herzlich willkommen bei unser Familienwissen. Wir werden heute einen super saftigen und schokoladigen Rührkuchen backen. Und obendrauf gibt es eine super leckere Puddingcreme. Unser Familienwissen. Ich bin Jane von unser Familienwissen und wir beide werden heute zusammen einen richtig leckeren und saftigen Schokoladenkuchen backen. Und der wird mit einer super leckeren Vanillepudding-Creme bedeckt. Und was wir dafür brauchen, seht ihr hier. Und das ist einmal Butter, Zucker, ein paar Eier. Da habe ich schon gemischt Mehl, Backkakao und Backpulver. Dann Vanillepaste, mein Lieblingsprodukt. Ach so, ihr könnt natürlich auch Vanillezucker benutzen. Ihr müsst jetzt keine Vanillepaste extra kaufen. Uns schmeckt es besser mit Vanillepaste. Wenn ihr Vanillezucker mögt, könnt ihr natürlich die Vanillepaste durch Vanillezucker ersetzen. Für den Puddingcreme, brauchen wir dann natürlich Milch. Wir nehmen heute ein Päckchen Vanillepulver. Dazu noch Zucker und Butter. Der erste Schritt ist unser Kuchen und danach kommt unsere Puddingcreme. Für den Kuchen rühren wir erstmal unsere Eier mit dem Zucker cremig. Danach kommt die Butter da rein und dann die Mehl, Backpulver und Kakaomischung. Aber erstmal unsere Eier in die Schüssel. Ich nehme natürlich die Küchenmaschine, weil ich eine besitze und weil ich zu faul bin, das mit dem Mixer zu rühren. Die Eier mit dem Zucker in der Maschine cremig rühren und dann die Butter dazu. So, unsere Eimasse ist mit dem Zucker schön schaumig geschlagen. Und jetzt kommt natürlich unsere Butter dazu. Dafür zerstückle ich die ein bisschen und rühre die mit unter. Und danach kommt, wie gesagt, unser Mehl, Backpulver und Kakao dazu. Wird schön verrührt zu einem glatten, cremigen Teig. Und wird dann in unsere schon bepinselte Backform gegeben. Jetzt könnt ihr schon mal den Ofen auf 160 Grad vorheizen. Ober-Unterhitze. So, die Butter ist nun drin und wird cremig gerührt. Was ich vergessen habe zu sagen ist, die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Jetzt verrühren wir erstmal und sehen uns gleich wieder. So, unsere Backform ist jetzt eingefettet, beziehungsweise habe ich schon vorbereitet eingefettet. Und unser Teig ist schön cremig gerührt. Der wird jetzt hier auf unsere Backform verteilt. Und der kommt dann bei 160 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Müsst ihr mal ein bisschen beobachten, Stäbchenprobe machen. Wenn kein Teig mehr an dem Stäbchen hängt, dann ist er natürlich durch. Und während er backt, beziehungsweise während der Kuchen backt, bereiten wir schon die Vanillecreme vor. Und wir sehen uns gleich wieder. So, unser Kuchen ist jetzt in dem Ofen. Und jetzt kommen wir zu unserer Puddingcreme. Und dafür wird erstmal unser Pudding nach Packungsanweisung gekocht. Wir haben jetzt hier ein Päckchen mit 400 Milliliter Milch, nicht mit 500. Steht dann aber alles in der Beschreibung. Ja, wir kochen jetzt unseren Vanillepudding und dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Pudding ist jetzt fertig gekocht und noch schön heiß. Der wird jetzt mit der Butter schön kalt geschlagen und Vanillepaste zum Versüßen noch. Ihr müsst natürlich keine Vanillepaste nehmen, ihr könnt Vanillezucker nehmen oder es einfach weglassen. Wie ihr seht, ist unser Schokokuchen jetzt fertig. Jetzt kommt unsere Vanillecreme noch schön drauf und dann geht's in den Kühlschrank. Unser Kuchen war jetzt für 25 Minuten im Ofen. Wir haben ein halbes Blech und in der Beschreibung steht ein ganzes Blech, also es könnte länger als 25 Minuten brauchen, kommt immer auf euren Ofen drauf an. Ja, wir verteilen jetzt die Puddingcreme obendrauf auf den Kuchen und dann könnt ihr zum Beispiel zu Hause auch Kokosflocken drauf verteilen oder selbstgemachten Krokant, einfach gehackte Haselnüsse mit Butter und Zucker anbraten in der Pfanne, bis es karamellisiert ist. Schmeckt super lecker. Wenn ihr das Video vielleicht auch mal sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, weil dann weiß ich Bescheid, dass wir sowas auch mal machen. So, unsere Puddingcreme kommt jetzt auf den Kuchen und dann
sind wir auch schon fertig. Das Endergebnis seht ihr gleich. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben. Und den Kanal nicht vergessen zu abonnieren, denn sonst verpasst ihr sowas. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken.